Jetzt. Hör zu, Kleiner, ich hab nachgedacht. Als du mich vorhin über die Häuser gejagt hast, mit den Helis und dem ganzen Zeug. Stimmt. Ja, es tut mir echt leid. Nein, ich wollte eigentlich sagen, du hast den Dreh mit den Rauchtricks voll raus, die du von mir hast. Ja, aber einen Trick musst du mir noch beibringen. Du bist aus ihrem Turm entwischt. Wie bist du an den elektrischen Barrikaden vorbeigekommen? Auf einem gegenüberliegenden Dach steht ein Transformator, den du lahmlegen musst. Aber das nützt dir auch nichts. Der ganze Turm ist gepanzert und die halbe DUP-Armee steht dort Wache. Aber vielleicht, wenn wir uns zusammentun. Hey, mein Spezialgebiet ist es, auszubrechen. Einbrechen ist nicht mein Ding. Hör zu, wir haben beide Gründe, an Augustin ranzukommen. Sie hat etwas, was wir beide wollen. Aber wir müssen es zu unseren Bedingungen tun, nicht zu ihren. Wir müssen sie aus ihrer Festung nach hier draußen locken, wo wir eine Chance haben. Schon einen Plan? Da waren doch diese beiden Kids in dem gepanzerten Bus mit mir. Fetch und Eugene. Kann sein. Jedenfalls, das DUP hat sie. Was? Gerade festgenommen. Das war das ganze Durcheinander vorhin. Ich schätze, sie wollte sie unbedingt erwischen, weil ich entkommen bin. Sie schickt sie zu dieser großen Betonplattform, die das DUP zwischen den beiden Inseln gebaut hat. Wir müssen ihnen helfen. Da gibt es ein Pier gegenüber von der Plattform. Wir treffen uns da nach Sonnenuntergang. Wir sehen uns da. Reggie, Eugene und Fetch. Hab's gehört. Hank und ich haben einen Plan. Wir stürmen die Insel, schalten alle DUP-Wachen aus und dann... Dalton, ich hab nachgedacht. In letzter Zeit sind sehr viele Unschuldige draufgegangen. Normale Menschen. Normal? Oh Mann, Reg. Fangen wir jetzt wieder damit an. Und ich weiß nicht, ob ich damit noch weitermachen kann. Nur um ein paar Bioterroristen zu befreien. Reggie. Ich bin ein Cop. Ich soll solche Dinge verhindern. Ruf mich einfach an, wenn's vorbei ist. Dann können wir zurück nach Salmon Bay. Und Dalton, nimm dich vor Hank in Acht. Ich trau ihm nicht. Reg, was machst du denn hier? Hör zu, das sind Menschen da drüben. Sie brauchen Hilfe. Keine Bioterroristen, keine Conduits. Menschen. Okay, danke. Danke, dass du hier bist, also. Was macht der Cop hier? Er ist mein Bruder, okay? Er ist wegen mir hier, also. Was denkst du? Ich habe mich umgeschaut. Das Dock drüben auf der anderen Seite ist das geringste Risiko. Ich dachte, ihr zwei könnt mit eurer Rauchgabe ihre Aufmerksamkeit vielleicht nach vorne lenken. Ich beschlagnahme ein Boot und fahre unbemerkt rein. Und warum gehen Sie als Erster? Tja, weißt du, ich bin ein Cop. Das heißt, ich beschlagnahme ein Boot und es ist legal. Klaust du ein Boot? Dann buchte ich dich ein. Oh, das macht er. Ja, dann sehen wir uns drin, okay? Ja, wir sehen uns drin. Pass auf dich auf, ja? Hör zu, wir gehen da raus und machen Krach. Dann kommt Augustin garantiert angerannt. Komm schon, ich kenne einen Weg zur Insel, wo uns niemand sieht. Was ist da passiert? Ich habe selbst gesehen, wie Augustin dich erledigt hat. Sie hat mich kurzzeitig lahmgelegt. Sonst nichts. Da springst du auch einen Kopf mit, Mann. Großer Fehler. Witzig. Er sagt das Gleiche über dich. Kommst du oder nicht? Hier ist sie. Wir gehen hier rein und müssten dann mitten in dem Ding wieder rauskommen. Bist du dir da sicher? Hey, als ich in dem Turm war, habe ich einiges gesehen. Eine Sache noch. Wir haben da eins von diesen Drohnendingern, die von denen du Kräfte bekommst. Woher weißt du das? Eine neue Kraft wäre doch nicht schlecht, bevor wir Augustin platt machen. Auf geht's! Okay, das ist der Plan. Wir reißen diese Stützpfeiler ein. Die spüren das Rumpeln und schicken die Wachen runter, um nachzusehen. Wir schalten sie aus. Da kommt Augustin. Was habe ich gesagt? Sorry, dass ich gezweifelt habe. Jawohl.
dass wir die Dinger wegfegen. Warte noch, was für die Dio, pies auf! Ich sehe nicht! Irgendwie... nicht mit mir an!
Hals an, Idiot! Gemeinsam kann uns keiner aufhalten. Alleine schaffen wir es nicht, Augustin aufzuhalten. Bist du bereit für eine neue Kraft? Wie hast du? Komm schon, sie wird jeden Moment hier sein. Hier rüber. Mal sehen, was für Kräfte du kriegst. Was? Traust du mir auf einmal nicht mehr? Keine Ahnung, Mann. Irgendwas stimmt nicht. Ich sollte Reggie anrufen. Hank! Henry, du hast mich nicht enttäuscht. Ich habe meinen Teil erfüllt. Jetzt bist du dran. Du Mistkerl, ich hab dir vertraut! Trau keinem Häftling. Wie ich sehe, ist das deine Größe, aber nur um sicher zu gehen. Oh, Schätzchen. Wenn mein Bruder rauskriegt, was du getan hast, dann wird er... Dann wird er was? Wow! Ah, du hättest mich treffen können! Ja, das ist die Rache für die Sache mit den Engeln. Na los, steh auf. Komm her, ich mach dir die Handschellen ab. Hier lang, ich geb dir Deckung.